Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch den DDR Adventskalender von Boxiland. Alle weiteren Informationen zu diesem Adventskalender und dem Inhalt sowie natürlich auch die Links zu diesem Adventskalender findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. DDR Adventskalender von Boxiland. So sieht das aus. Wir haben hier einen riesengroßen Adventskalender. Der ist echt gewaltig in den Maßen. Auch recht tief und so sieht er aus. Wir haben hier diverse Motive, die pure Nostalgie sind, also alles hier zum Thema DDR. Wir haben hier zum Beispiel das Schild vom Checkpoint Charlie, dann haben wir hier so ein altes Radio, einen Trabi, dann hier Berlin, wie es damals aufgeteilt war in die einzelnen Besatzungszonen. Dann haben wir hier so alte Plakate, Sanitäter immer bereit, einen 20-Mark-Schein. All das finden wir hier, unter anderem auch einen Reisepass der Deutschen Demokratischen Republik. Also Nostalgie pur. Hier unten haben wir dann einen Barcode und hier lesen wir dann auch noch, dass das Ganze haltbar ist bis 5. Juli 2020. Jawohl, nachdem ja demnächst Dezember ist, dachte ich mir, es ist mal an der Zeit, ein etwas ungewöhnliches Produkt vorzustellen, und zwar diesen Adventskalender. Bevor wir uns dem Inhalt widmen, möchte ich euch noch kurz hier diesen Infotext zeigen. Und zwar lesen wir hier: Ostalgie DDR Adventskalender. Erleben Sie mit unserem außergewöhnlichen Ostalgie Adventskalender eine ganz besondere Adventszeit. Schwelgen Sie in Erinnerung mit unserem sorgfältig ausgesuchten DDR Präsentkorb. Der Kalender wird in einer Geschenkverpackung geliefert, die aufgehangen und hingestellt, selbst benutzt oder verschenkt werden kann. Optisch ein Highlight in jedem Raum. Mit diesem Ossi-Paket haben Sie eine echte Ossi-Fangeschenkidee. Es erwarten Sie folgende typische Ostalgie-Produkte: verschiedene Viva-Produkte, kalter Hund, DDR-Geld, Schokoladentäfelchen, Zetti, Pfeffi, Henry Milchdrops und viele weitere. Mit dem Kauf des Weihnachtskalenders unterstützen Sie die Arbeit von Menschen mit Behinderung, die in sozialen Einrichtungen die Kalender liebevoll und händisch befüllen und verpacken. Alles klar. Also, das mal zur Hintergrundgeschichte. So sieht das Ganze dann auf der Seite aus. Also das ganze DDR-Design zieht sich hier wirklich komplett durch. Sieht so aus wie so eine alte Wandtapete. Hier haben wir dann auch nochmal einen Infotext, der sich mit dem sozialen Engagement beschäftigt. Und das ist eben genau das, was wir auch gerade schon lesen konnten. Also wir lesen hier eben, dass für diese Kalenderproduktion kooperieren wir mit Einrichtungen für Menschen mit Handicap und legen alle Prozesse darauf aus, unsere Produkte in Handarbeit in über 10 Werkstätten befüllen, deutschlandweit über 200 körperlich und geistig beeinträchtigte Menschen unsere Tüten und Kalender. Jeder Vorgang ist somit Handarbeit und macht jeden einzelnen Kalender zum Unikat. Damit hilft Boxiland benachteiligten Menschen, in die Arbeitswelt integriert zu werden und setzt ein Zeichen gegen Diskriminierung und für den Zusammenhalt in unserem Land. Also, schöne Sache. Hier oben lesen wir dann auch wieder Ostalgie Adventskalender. Und auf der Rückseite haben wir dann noch die Inhalte, also was sich alles in diesem Kalender befindet. Das erspare ich euch jetzt an dieser Stelle. Hier haben wir dann nochmal einen Text zum Entstehungsprozess dieses Kalenders, zum sozialen Engagement. Dann gibt es auf der linken und auf der rechten Seite oben im Eck noch so zwei Löcher, womit man das Ganze dann entsprechend auf der Wand aufhängen kann. Unten haben wir dann auch noch hier ein Loch. Okay, nachdem ich nicht vorhabe, den ganzen aufzuhängen, starten wir mal. Falls ihr euch überraschen lassen wollt und nicht wissen wollt, was da drin ist, dann am besten jetzt das Video abdrehen, denn jetzt, ja, gibt es klassische Spoilergefahr. Gut, ich würde sagen, wir starten. Wir werden einfach mal alle Türchen öffnen und dann uns im Detail den Inhalten widmen. Wir haben hier Tür 1. Das ist gar nicht so einfach, da das jetzt natürlich alles nach hinten gerutscht ist. So, das ist Tür 1, dann Tür 2, so, Tür 3, Mintkissen, Tür Nummer 4.
kalter Hund. So, wo haben wir die 5? Die 5 ist hier. Krokant-Nougat. Die Nummer 6 ist hier oben. Also wir haben hier die Türen immer ident, die sind so im Querformat und haben wieder unten immer so ein kleines Feld, um das Ganze einzudrücken. Dann haben wir Schokoladentäfelchen im Geldschein-Design. Und wenn man das Ganze dann hier entsprechend eindrückt, hier zum Beispiel, dann kann man das hier wunderbar aufklappen. So, hier sind Bonbons drin. Okay, was lesen wir hier? Milchdrops. So, wo ist die 8? So, Noir Nougat, die Nummer 9. Was haben wir hier? Knusperflocken. Dann die Nummer 10. Schicht Nougat. Nummer 11. Pfefferminzbonbon. So, wo ist die 12? Die 12 ist hier. Dann holen wir mal alles hier raus und dann schauen wir uns das dann noch im Detail an. So, was haben wir hier? Sahne krokant. Die Nummer 13. Die Nummer 14. Royal Nougat. So, die 15 ist hier. Wenn man das Ganze auch noch ein bisschen vorsichtiger macht als ich, Brause Plus, dann kann man das wahrscheinlich auch wieder regulär zumachen, ohne ihn jetzt ganz so sehr zu beschädigen wie ich. Das ist jetzt einfach so der Hektik geschuldet, nachdem ich das Video nicht so unnötig in die Länge ziehen möchte. So, die 16. Dann haben wir so ein Babyfläschchen mit solchen Zuckerkugeln. Die 17 ist... Wo ist die 17? Ich sehe sie nicht. Ah ja, hier. Die 18. Bambina. Die 19 ist hier unten das DDR-Schild. Hier haben wir Zitronenbonbon. Die 20. Cranberry Aronia. Die 21 ist hier beim Radio. Oh, gar nicht so leicht. Prickle Pit. Die 22. Da haben wir wieder mehrere Sachen drin. Das sind so Bonbons. Jawohl. Die 23. Espresso Nougat. Und die 24 befindet sich dann hier ganz oben im Eck. Ui, das ist, wie man so oft bei Adventskalendern hat, dann das größte Schokoladenplättchen. Okay. Der Kalender ist geleert. Wir packen den mal kurz zur Seite. Und dann widmen wir uns hier den Inhalten. Also, wir haben hier einmal Schokoladenplättchen hier, eine ziemlich große Packung. So sehen die aus, das sind diese Schokoladenplättchen hier mit diesen Zuckerkügelchen drauf, die kenne ich auch noch. Dann haben wir mit dabei einmal kalter Hund, Oma Hartmanns kalter Hund. Zwei Bonbons, und zwar haben wir hier Roschen, wie nennt sich das? Sweet Drop Milk Filled Candies, okay, die haben wir zweimal. Noir Nougat, feinherb und zart schmelzend. Bambina, dürfte auch irgendwas mit Nuss und Schokolade sein. Dann haben wir Viva Multifrucht, also so ein Fruchtriegel. Den haben wir dann auch noch in Cranberry Aronia.
Schicht-Nougat, so sieht das aus. Auch wieder hier doppelt nussig und zart schmelzend. Ein weiteres Nougat, in diesem Fall Espresso-Nougat. Und das Ganze ist dann zart schmelzend mit feinherber Kaffeenote. Knusperflocken von Zetti. Knuspriges Knäckebrot in feiner Vollmilchschokolade. Die haben wir zweimal dabei. Brause Plus Brausepulver Fruchtgeschmack. Okay, also zum Trinken. Dann haben wir diese hier. Pfeffi Pfefferminzbonbon, also Pfeffi nicht nur Alkohol zum Trinken, sondern auch hier als Lutschbonbon. Dann haben wir ein weiteres Nougat, Royal Nougat, fein nussig mit edlem Schmelz. Viva Mintkissen, das ist auch eine ziemlich große Packung, da sind einige drin. Zitronenbonbon von Citro. Hier unten lesen wir auch wieder Pfeffi. Einmal wieder Nougat, in diesem Fall Krokant Nougat, zart schmelzend mit Krokant Stückchen. Klassik Nougat, besonders fein und zart schmelzend. Viva Sahne Krokant. Dann haben wir mit dabei ein Roschen Coco Nilla. Also zwei solche Bonbons wieder. Dann einmal hier Milchdrops, Haselnussgeschmack. Haben wir auch wieder zwei Stück an der Zahl. Die sehen so aus. Coffee gibt es auch noch. Und zwar Coffee Like. Von Roschen auch wieder zwei Bonbons. Bambina in Kuhfleckenoptik. Von Zetti. Nochmals kalter Hund, also der zweite kalte Hund hier, Oma Hartmanns. Die Packung Prickelpit Multi Brausebonbons kommen hier in so einem kleinen Schächtelchen. Dann haben wir zwei Täfelchen Schokolade in der Geldscheinoptik, also hier lesen wir 200 Mark der Deutschen Demokratischen Republik und 50 Mark der Deutschen Demokratischen Republik. Dabei handelt es sich, hier oben liest man es, um Vollmilchschokolade. Und ein Babyfläschchen ist auch noch dabei. Das ist randvoll mit solchen Zuckerkügelchen. Und was lesen wir hier? Heinerle Berggold Schokoladen GmbH. Achtung. Okay. Ja, also es sind solche Zuckerkügelchen. Jawohl, also das alles, diese Menge an Süßigkeiten, an Bonbons, an Schokoladen, alles, was man sich vorstellen kann, hier drin, diese Nostalgie-Süßigkeiten, ne? Macht sicher Freude bei Leuten, die vielleicht noch selbst die DDR miterlebt haben oder eventuell auch den Kindern, dass die so ein bisschen einen Eindruck davon bekommen, was es damals in der Kindheit, in der Jugend, in der DDR so zu naschen gab. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Adventkalender, dem DDR-Ostalgie-Adventskalender von Boxiland. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von diesem Adventkalender bzw. dem Inhalt? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Ganze feiert, wenn ihr Boxiland unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.